Welcome back to Germany. Schön nass alles, angenehme Temperaturen. Fahren mal die Falknerei durch. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Wurzeln hier einschätzen soll. Die so nass sind, wie sie aussehen. So, im Gegensatz zu Spanien hat es hier mehr geregnet. Das sieht man, weil es überall schon runtergespült ist. Die Wurzeln sehr frei stehen. Hui, doch ist rutschig. Oh, schön. Nehmen wir mit. Also ich muss sagen, es ist nicht so slippery wie trocken. Also wenn es komplett trocken war letztes Mal, wo ich hier war, war es rutschiger gefühlt als jetzt mit dem Regen. Außer halt die Wurzeln, die sind halt ein bisschen strange. Aber sonst, Anlieger und so, ist alles geschmeidiger. Wir ballern jetzt auch noch eine Runde Schlosstreppen unten und dann geht's Richtung Geisberg. Thanks. Tut es mir leid, wenn die Leute sich so erschrecken. Oh. Heute mit Mülltonne. Dankeschön. Danke. So, eine angenehme Runde. Also dafür, dass es heute das erste Mal nach
ich glaube, 2 Wochen oder so fahre. Ich war 10, 11 Tage war ich in Spanien. Fahre heute das erste Mal wieder. Gestern bin ich angekommen abends. Ja, dafür geht es sehr geschmeidig und ich schnaufe auch gar nicht so wie sonst. Liegt aber wahrscheinlich eher an den Temperaturen, dass sie ein bisschen runtergegangen sind, dass ich dadurch nicht so überanstrengend bin. Und ich habe lustigerweise noch ein T-Shirt unter dem Jacket an, weil ich keinen Bock habe, das Jacket voll einzuschwitzen. Das ist halt im Herbst geil, da hast du ein T-Shirt drunter, schwitzt das T-Shirt voll und das Jacket bleibt fast komplett clean, zumindest was Schweiß angeht. Und dann musst du nicht jedes Mal das Jacket waschen, kannst du einfach ein bisschen lüften. Bei mir ist das Problem, wenn ich 2-mal das Jacket anhab und reingeschwitzt habe, den ganzen Tag, dann muss ich es waschen. Ja. So, jetzt geht's eine Runde Wurzelpassage Richtung Geisberg. Am Ende noch eine Überraschung. Eine Stelle, die ich jetzt lange nicht mehr gefahren bin. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich sag mal so viel. Brrt, brrt, brrt. Ganz schön ordentlich ausgewaschen. Huiuiui, also ich glaube jetzt ein bisschen geregelt. Fahren, glaube ich, sind wir letztes Mal runter, fahren straight durch, hier ist eh, okay, hier ist eh zu. Hat's erledigt, läuft geradeaus. Bin mir jetzt sicher, weil es gerade hochgespritzt hat, ob die Linse sauber ist. Ich weiß immer noch nicht, ob links oder rechts, wir sehen es gleich.
Siebenlinden Bahnhof. Keiner nachher wird wissen, wo ich hinfahre. Das Gute ist, das sieht auf jeden Fall geschnitten aus da hinten. Fest heißt Platz. Das Schlechte ist, dass es geregnet hat. Da vorne viele Bäume sind, das relativ oft noch runtertropft danach. Man sieht sogar die Neckarwiese da hinten von hier. Und dass alles Pflastersteine sind und das ist nicht so geil. Deswegen gucken wir mal, wie es läuft. Aber ja. War auf jeden Fall sehr trocken. Ich habe es mir gerade schlimmer vorgestellt. Sind gut durchgepaced, auch wenn ich an manchen Stellen relativ viel bremsen musste, weil die Treppen teilweise halt richtig steep gehen. Kommt wahrscheinlich auf der GoPro nicht so rüber, aber da gibt es Stellen, die geht schon ordentlich runter und wenn du da zu schnell fährst, dann wirft es dich. Gabel hat es fast durchgeschlagen. War klar, bei dem schnellen Stück, wo ich zweimal reingedroppt bin, die einen sind schon so an die 2 Meter hoch, 1,50 Meter. Wahrscheinlich eher 2 Meter, da wo ich dann lande. Ja. Und mit der Geschwindigkeit, da kommt halt Impact drauf. Ja, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sonne scheint. Erst hat mich das Wetter in Spanien heimgesucht mit deutschem Wetter. Jetzt sucht mich hier in Deutschland die spanische Sonne heim. Auch lustig.